Leute, Gruppe E heute wieder dabei. Roman heute in einem richtig geilen Nationalmannschaftstrikot. Meiner Italiener, ich musste ihn gar nicht zwingen, das anzuziehen. Das hat er ganz freiwillig gemacht. Genau, es ist auch die Gruppe, in der die Italiener drin sind. Aber wir starten mit Belgien. Wir starten mit Belgien, genau. Der Geheimfavorit, wie sie alle sagen, oder mittlerweile auch offene Titelfavorit. Die Belgier, das vierte Mal dabei. Und man hat bei den Belgiern ja immer so das Gefühl, ist immer schon so ein Fußballzwerg, sag ich mal, gewesen, inmitten von Europa. Hat aber wirklich mal, ich gucke mal nach, Halbfinale 1980. Also das war schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Aber wie gesagt, erst das vierte Mal dabei. Sie haben bei der WM, sagen wir mal, für leicht Furore gesorgt, wo alle Experten sagen, ja, war klar. Ne? Also ich meine, klar, wenn man sich den Kader anguckt, bei De Bruyne angefangen, dann über Lukaku und ähnliche und so weiter und so fort. Bei den Torwartwärtern, das auch Mignolet und, wie heißt er? Hier, Dings, der andere. Courtois, genau. Also sie sind natürlich eine Mannschaft, die rein vom spielerischen Potenzial und also auch vom Spielstil natürlich viel erhoffen lassen. Mhm. Deswegen Belgien auf jeden Fall horcht man auf. Interessant, für mich Belgien so ein bisschen vergleichbar mit der goldenen holländischen Generation. Mhm. Nur, dass ich ganz ehrlich sagen muss, also was hier zum Beispiel bei Belgien ins Gewicht fallen wird, meiner Meinung nach, ist das Fehlen von Kompany. Mhm. Das ist halt einfach so ein Abwehrhühne, der das komplette Ding zusammenhält, und darauf will ich auch so ein bisschen hinaus, weil der Kernunterschied zu der damaligen holländischen Generation, die allerdings auch titellos blieb, eigentlich ein bisschen schade, das war die Generation um David, Seedorf, Kluivert, Bergkamp, Overmars, die De Boer-Brüder, Jaap Stam. Und gerade bei so Spielern wie Stam und eben der Frank de Boer oder halt auch Reisiger, da war eine gute Abwehr auch da. Ja, klar. Und die Belgier zweifelsohne ein hochtalentiertes Team, gerade auch noch die Außen mit De Bruyne und eben Hazard. Mann, das ist gute Offensivpower, die haben. Wo ich aber tatsächlich glaube, dass es aufgrund der Defensive vielleicht am ganz großen Wurf dass das nicht klappen wird. Ja, das glaube ich auch. Also es ist einfach so eine Thematik, die geistert schon seit ein paar Jahren so durch die Gegend. Belgien, Wanden und so weiter und so fort. Aber du hast es gerade angesprochen, es ist im Grunde so das Beispiel dafür für eine Mannschaft, die ihren Ruf schon einfach weg hat, dass sie eigentlich zu viel Druck hat. So, also das ist mein Gefühl einfach, dass sie immer schon in den letzten Jahren so, ja, wann wird das nochmal was mit den Belgiern so wirklich? Ne? Und das ist immer noch dasselbe Thema. Dann fehlt einfach so eine Säule wie Kompany aus guten Vertonungen, ist auch kein schlechter. Aber da fehlt natürlich einfach, glaube ich, auch unfassbar viel Erfahrung. Und dadurch, dass natürlich in der Offensive dann einfach so viel junge Spieler einfach sind, wie du schon sagst, fehlt ihnen wahrscheinlich einfach so dieses klassische Rückgrat und diese klassische Erfahrung, die man dann auch braucht, um so einen Titel zu gewinnen. Also es wird halt interessant zu sehen, wie die Belgier spielen, gerade auch in der Gruppe gegen meine wahrscheinlich sehr defensiv orientierten Italiener. Mhm. Das wird, glaube ich, gleich zu Beginn ein ganz interessantes Spiel werden. Trotzdem glaube ich halt, dass sie also die Gruppe überleben. Das auch immer wieder. Denke ich auch. Also, wenn wir jetzt mal weitermachen, zum Beispiel mit den Iren, Boys in Green, die wollen wir eigentlich immer dabei haben, weil das natürlich Stimmung ist, natürlich Wahnsinn. So. Ja. Man sieht aber leider natürlich einfach die fußballerischen Defizite. Ich glaube, Irland ist jetzt das dritte Mal dabei. Ich war zweimal in der Vorrunde Feierabend, so wie bei der WM eigentlich auch und bei den ganzen anderen Turnierteilnahmen. Wie gesagt, erst das dritte Mal jetzt dabei bei einer Europameisterschaft. Das ist, glaube ich, auch dieses Mal einfach wieder Programm. Sie haben nichts an ihrem Spielstil irgendwie geändert in den letzten Jahren und sie sind einfach so unfassbar sympathisch, dass man sie eigentlich immer gerne dabei hätte und eigentlich immer denken würde, Mensch, das wäre doch mal toll, wenn die auch wirklich mal dann in die Finals kommen. Ja, aber da fehlen auch einfach die großen Spieler. Ja, also so ein Keane und so weiter und so fort, die sind dann ja auch nicht mehr da und da kommt irgendwie auch nicht so wirklich was nach. Also ich bin da nicht so gut informiert, aber ich glaube, das würde man schon mitbekommen. Die Iren sind einfach fußballisch zu limitiert und
Deswegen wird er, glaube ich, auch wieder schnell verloren. Vermute ich auch. Also für die Iren, das ist für mich auch einer der größten Underdogs bei diesem Turnier. Du hast schon angesprochen, wegen der Fans immer gerne dabei. Irland, Italien, die Konstellation gab es in der Gruppe ja auch schon bei der letzten EM. Ja. Witzig natürlich an dieser Vergleich. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. Da hatten die Iren diese bemalte Fahne mit ihr Hapirlo, wir haben Long Cox. natürlich nur auf die Spieler bezogen. Die beiden Iren bei dem Turnier. Ja, das ist schon, das ist eine ganz sympathische Truppe mit einer ganz sympathischen Fanschaft, die genau weiß, hey, wir sind unter Umständen hier nur das Kanonenfutter, aber wir machen trotzdem geile Stimmung. Wir nutzen die Tage eher zum Feiern, sind wieder mal froh dabei zu sein und alleine aus dem Grund sehr, sehr sympathisches Team. Kommen auch ein paar ganz geile Biere aus Irland. Bei den Spielen kann man sich da sicherlich das eine oder andere Gläschen von gönnen. Und alles gut, sind dabei. Wir freuen uns einfach, glaube ich, auf drei richtig geile Spiele von den Iren. Also stimmungstechnisch. Die Schweden! Zlatan! Zlatan ist coming home, beziehungsweise bald ja nicht mehr home. Er will, glaube ich, bald sagen, wo es hingeht, ob es aufhört. Ich schätze mal, er wird relativ schnell bei José Mourinho in Man U landen. Weil dafür ist er einfach noch zu ehrgeizig, dass er irgendwie sagen würde, er will nach Amerika oder aufhören und so weiter. Zlatan hört nicht auf, ne? Also das ist ganz klar. Zlatan sagt selbst, wenn er auf, ne? Dass wir ungefähr mit 67 sind. Ganz klassische Wette. Das ist Arbeit. Vielleicht spielt er dann auch noch irgendwie in Katar, keine Ahnung. Ja, oder weiß nicht, vielleicht hat er Interesse am HSV mal vorbeizugucken. Das ist immer noch eine Verstärkung. Auf jeden Fall, die Schweden sind im Grunde auch so ein Dauerbrenner, gerade in der Quali auch irgendwie, wenn es irgendwie gegen Deutschland geht und so weiter. Ich habe immer irgendwie Schweden, immer hier, da und so weiter. Oder halt bei den Turnieren waren sie eigentlich immer auch relativ schnell bei uns in den Gruppenphasen. Es hat dann nie ganz, ganz gereicht. Das letzte Mal wir gegen Schweden, natürlich grandios. und dann haben sie auch gegen England gar nicht so schlecht gespielt. Und dann natürlich das Jahrhunderttor von Zlatan und so weiter. Es dreht sich im Grunde nur um Zlatan. Es gibt noch eine Personalie, ein ganz junger Stürmer. Guidetti, genau. Und der ja, so ein bisschen mittlerweile so auf sich Aufmerksamkeit, aufmerksam gemacht hat. Der in letzter Zeit immer mal wieder getroffen hat auf jeden Fall und ist relativ jung. Es ist bei den Schweden wie bei den Iren. Der gute Wille ist meistens immer da bei den Schweden und sie haben auch irgendwo die Mittel. Ich lehne mich da mal ganz krass auf ein Fenster, um jetzt auch mal irgendwie ein paar Leuten auf den Füßen zu treten. Es ist einfach zu zentriert auf Ibra. Ja? Also eine Mannschaft ist einfach zu leicht auszurechnen, wenn es einen Spieler gibt, um den sich alles dreht. Allerdings ist der Spieler halt nicht so leicht rauszunehmen. Nee, also natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch einfach vom taktischen her klar, für viele Mannschaften einfach ist, ne? Also taktisch glaube ich auch, dass es da nicht viele Variationen geben wird von den Schweden. Aber sie haben halt auch gezeigt, dass man, obwohl eigentlich jeder weiß, dass sich das Spiel auf Zlatan mehr oder weniger fokussiert, dass sie gegen viele starke Nationen häufig mithalten konnten. Deutschland aus 0-4 macht 4-4 in dem Quali-Spiel, das war ja vollkommen verrückt. Eher so den Deutschen an. Ne? Ja, klar, aber musst du natürlich dann auch ja, erstmal machen. Ne? Und dann, Guidetti hast du erwähnt, der war ja auch bei Man City damals schon ein Riesentalent. Ich bin gespannt, ob der Junge wirklich mal das reißen kann, was man ihm eigentlich schon vor Jahren zugetraut hat. Also, ja, ob der jetzt mal wirklich kommt. Gab es ja auch die Geschichte krank und so weiter und so fort, Schlimm-Virus-erkrankt und so weiter und so fort. Muss man mal gucken. So. Aber die Schweden, was für die Statistik-Nerds, machen im ersten Spiel bei der EM ihr tausendstes Nationalmannschaftsspiel. Das ist tausendstes Spiel der schwedischen Nationalmannschaft. Habe ich natürlich immer im Hinterkopf gespeichert, ganz klar. Die habe ich gerade gefunden. Roman war ja schon bei Spiel 1 dabei. Ja, man sieht sich nämlich an, hat sich gut gehalten. Die fünfte EM-Teilnahme von den Schweden, da auch das Highlight, schreibe mal so lange her, 1992 im Halbfinale. Da war ein Schuss. Man wird sehen. Ich bin gespannt. Ich bin auch noch sehr gespannt auf Forsberg. Den wird man ja nächste Saison gerade in der Bundesliga häufiger sehen. Ich gehe mal davon aus, dass er bei Leipzig bleiben wird. Mhm. Ganz, ganz starke Zweitligasaison. Auch in den Testspielen sehr auffällig. Zuletzt, ihr gewöhnt euch dran, dass ich immer sage, eigentlich sind Testspiele Muster ohne Wert. Finde ich halt wirklich. Allerdings halt in dem Spiel jetzt gegen Wales, da hat er mit Zlatan die Waliser gut zerlegt. Auch ein sehr interessanter Spieler, vor allen Dingen halt auch ein sehr junger Spieler. Der große, große technische Möglichkeiten hat. Ich weiß nicht, ich bin gespannt auf die Schweden. Das wird nicht einfach für die Schweden.
Aber sie haben trotzdem irgendwo das Potenzial. Ja, es sind Möglichkeiten da. Es kommt halt auch drauf an, wie die beiden vielleicht eher favorisierteren Teams in der Gruppe halt auch so drauf sind. Ne? Weil ich glaube, wenn wir zum letzten Team kommen, Team, das tendenziell von Platz 4 in der Vorrundengruppe bis zum EM-Titel alles erreichen kann. ja, es kommt halt drauf an, wie die dann halt. Ja, sag mal, deine Mannschaft. Meine Italiener, ne? Ja. Einmal leider erst Europameister. Man kann es halt irgendwie gar nicht glauben, so wirklich, ne? Also bei der Historie, ich meine, 4 Sternchen sind ja mittlerweile für die WMs auf dem Shirt, aber bei den Europameisterschaften sollte es bisher nur einmal sein. Also selbst für mich, obwohl ich mich ja noch super mit der Serie A auch auseinandersetze, logischerweise. Bin ja auch großer Anhänger von Lazio Rom, mit klarer Distanz zu den Eredivisie. Allerdings muss man halt sagen, dass die Kadernominierung schon hier und da an manchen Stellen sehr komisch war. Ich bin noch nie ein großer Freund von Conte gewesen, schon damals nicht bei Juve. Das ist ein sehr spezieller Typ, das ist ein sehr, das ist so ein richtiger Führer. Das hat wirklich schon so Führerzüge, die der halt an sich nimmt. Wenn er einen Spieler nicht mag, dann ist er raus. Der hat seine Lieblinge, danach hat er auch stark nominiert. Also so Leute wie Giaccherini haben meiner Meinung nach überhaupt nichts in der Nationalmannschaft zu suchen. Wird wahrscheinlich einer sein, der sogar hier und da mal in der ersten Elf dann auflaufen wird. Immobile mitzunehmen ist eine bodenlose Unverschämtheit, nicht nur aufgrund seiner Zeit in Dortmund auch. Also es ist kein Spieler, den man mitnehmen muss. Klar, man kann drüber streiten, lässt du Balotelli zu Hause, der funktioniert schon lange nicht mehr. Allerdings hat Prandelli damals gezeigt als Nationaltrainer, wenn du mit so einem Spieler behutsam umgehst, ja, zweifelsohne das Talent kann man ihn mitnehmen. Giuseppe Rossi war lange verletzt, hat echt das größte Verletzungspech mit auf der Welt. Wäre für mich sonst einer der besten klassischen Mittelstürmer vielleicht auch. Allerdings ausgeliehen an Levante und da auch wieder eine gute Rolle gespielt. Klar muss man jetzt sagen, Levante nicht das Team, aber für mich immer noch stärker einzuschätzen als der Großteil der Stürmer, die Conte mitgenommen hat. Wenn er halt immer fit war und gespielt hat, hat er sofort immer genutzt. Ja, das stimmt, aber ich habe bei den Italienern auch so ein bisschen das Gefühl so des Umbruchs irgendwo, ne? Einfach in diese Verjüngung. Ja, hier und da mal. Hier und da mal. Ich finde, noch ein Wort zu Balotelli, da habe ich eine relativ klare Meinung. Wenn ein Fußballprofi sich so aufführt und so unprofessionell sich so eine Zeit lang verhält, dann interessieren mich persönlich auch die fußballerischen Fähigkeiten einfach nicht mehr. Weil dann gibt es einfach junge Leute, die sind vielleicht fußballerisch limitierter, aber die sind professionell, die arbeiten, dann sehe ich, die arbeiten hart. Und da finde ich, ist irgendwann ein Punkt erreicht. Und der ist bei Balotelli, seien wir mal ganz ehrlich, eigentlich auch schon länger erreicht. Ja? Also wenn ein Spieler seiner Klasse einfach nur das Fünkchen mehr Disziplin hätte, dann ohne Frage, dann musst du die so mehr mitnehmen. Aber er hat es nicht und deswegen zeigt er auch einfach nicht die Leistung, die er eigentlich leisten könnte. Und deswegen finde ich das mehr als nachvollziehbar. So, ob das dann gerechtfertigt ist, reden wir wieder über die Qualität, ist wieder ein anderes Thema. Aber irgendwo kommt dann auch so ein bisschen die Fairness. Ich weiß, dann geht es wieder in die andere Richtung, Immobile und so weiter. Da bin ich auch auf deiner Seite, aber Balotelli ist eigentlich nicht hinterher, einfach weil. Es ist halt irgendwie nicht nachvollziehbar, weil das ist halt wirklich der mit Abstand am schwächsten besetzte Mannschaftsteil der Italiener. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen sich die Historie der Italiener anguckt, klar, gute Innenverteidiger hatten wir immer, das ist auch jetzt wieder die Achse mit Chiellini, Bonucci, Basaldi, das wird halt wichtig sein, dass sie gut stehen. Allerdings erinnere ich mich halt an Del Piero, an Totti, an Bobovieri, an Inzaghi, an Roberto Baggio, den ich noch in den Endzügen mitgekriegt habe. Das sind nicht nur Legenden für die italienische Nationalmannschaft, sondern generell für den Weltfußball. Und ich meine, ein Inzaghi, der irgendwie, weiß nicht, ein Spiel gemacht hat und 39 Mal ins Abseits gelaufen ist und du wusstest bis zur letzten Minute, wenn er einmal nicht im Abseits steht, ist Feierabend. Und das war dann meistens wirklich auch so. Also Inzaghi bei Inzaghi irgendwo was Witziges gelesen, so, er trickst einfach nicht nur seine Gegenspieler aus, er trickst sogar das Abseits aus. Das ist halt irgendwie so ganz interessant. Ja, klar, also da gibt es schon große, große Stürmernamen und es ist irgendwie. Das ist auch irgendwo so ein bisschen diese Causa Balotelli, dass man eigentlich denkt, okay, er wäre im Grunde genommen theoretischer Nachfolger, nicht Nachfolger, aber jemand, der auch wieder in solche Fußstapfen hätte treten können, tut es nicht aus gesagten Gründen so. Und das ist schade. Ja. Und wer weiß, Immobile? Das ist halt, keine Ahnung, das ist für mich kein Stürmer, das ist für mich kein Fighter, das ist für mich kein Spieler, der annähernd die Berechtigung hat, in der Nationalmannschaft zu spielen. Über die anderen kann man streiten. Ich lasse mich gerne überraschen, weil es ist halt auch, so blöd es klingt, es ist halt auch einfach Italien. Ich habe es vorhin, das war kein Spaß. Also bei Italien, also das geht wirklich alles von Platz 4 in der Gruppe bis zum EM-Titel. Ja. Weil schaffen sie die Gruppe, puppeln sich durch, sind die ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Weil dieses taktisch kluge Team,
klar, ich rede auch immer so leicht subjektiv, aber dieses taktisch kluge Team musst du erstmal irgendwie bespielen und das ist nicht einfach. Dann haben sie im Zentrum, im Mittelfeld halt ganz, ganz wichtig immer noch die Leute wie De Rossi und Motta. Wenn die beiden da das halbwegs zusammenhalten und dann auf den Außen dann irgendwie so Leute wie Florenzi, Candreva, Bernardeschi, vielleicht ein bisschen zentraler oder Insigne, wenn die funktionieren, dann kann das Team auch ins Rollen kommen. Also ich glaube, das ist ganz interessant und ja. Na, man muss sich die Historie einfach angucken. Ne? Also wenn Italien in der Gruppe im Turnier dann in der Vorrunde Probleme bekommen hat, dann war meistens relativ schnell Feierabend. Wenn sie durch die Gruppe gekommen sind, das beste Beispiel ist irgendwie 2006, dann ist alles möglich. Ja. So, und so ist es genauso bei diesem Turnier wieder. Wobei 2006 ja schon fast für italienische Verhältnisse eine souveräne Gruppe war mit 7 Punkten. Das war ja, das hat man sehr, sehr selten. 2000, als sie im Finale so komisch gegen die Franzosen verloren haben, da sind sie mit 9 Punkten durch die Gruppe gegangen, hatten auch Schweden drin. Schlechtes Omen. Ich weiß es nicht. Also wenn es dann bis ins Finale geht, nehme ich es vielleicht mit. Irland, 94, schlechte Erfahrungen mal mitgemacht. Das Auftaktspiel in den USA 1-0 gegen die verloren. Aber du alles noch weiß, meine Herren. Ja, das sind traumatische Erlebnisse. Ich weiß noch, das habe ich damals als Kind geguckt mit Gianluca Pagliuca, Italien im Tor. Und dann kam so ein Ball. Und ich habe mich so aufgeregt über Pagliucas Handhaltung, weil ich so dachte, hätte er die Hand einfach so gerade gehalten, hätte er den Ball gehalten. Und die Hand ging irgendwie so hoch und der Ball zischte so eben da drüber. Aber scheiß Exkurs. Ja, lass einfach tippen, komm. Ja. Der erste Spieltag, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Irland-Schweden. Boah. Wie gesagt, die Boys in Green. Es ist so ein bisschen, gerade weil Schweden ist die drittstärkste, beziehungsweise zweitschwächste Instanz in der Gruppe. Wenn die Iren vielleicht mal ins Rollen kommen, wer weiß. Deswegen bin ich mal wieder ein bisschen frech und sage 1-1. Ich glaube, Irland wird slatanisiert. Ganz einfach. Die gewinnen das knapp mit 1-0. Ist jetzt aber auch nicht so überzeugend. Nee, aber den Dreier holen sie sich damit. Okay. Gut, das zweite Spiel, Belgien gegen Italien. Da trifft furiose Offensive auf historisch stabile Defensive, wie gerade schon angesprochen. Ich finde das ein höchst interessantes Spiel, weil, wie gesagt, man sagt eigentlich, man kann nur mit einer guten Defensive Turniere gewinnen. Und deswegen tippe ich auf die Italiener. Kurz überlegt, vielleicht ein 1-1, aber ich schätze, die Italiener gewinnen das mit 1-0. Ich mach's knapp. Ich glaube, das geht 0-0 aus. Allerdings nicht so ein erst langweiliges 0-0. Ich glaube, da werden sich beide so ein bisschen ins Turnier spielen müssen. Die Belgier werden sich wahrscheinlich ein bisschen die Zähne rausbeißen und die Italiener werden vielleicht am Anfang den falschen Sturm aufbieten. Und Conte wird dann viele Fehler gemacht haben. Und dann wechselt er Immobile ein. In der 70. Minute. Macht er dann das Tor, feiere ich's auch. Den Spieler allerdings nie. Zweiter Spieltag in der Gruppe E. Italien, Schweden. Interesting. Ja, Zlatan kennt viele Italiener, auch aus der Liga noch. Der war ja auch lange in der Serie A aktiv. Zlatan hat auch schon häufig gegen die Italiener genetzt. Ich erinnere mich auch an ein ganz, ganz böses Tor in der Vorrunde. Ich glaube, das war 2004. Da sind sie in der Vorrundengruppe mit Schweden, Dänemark, Bulgarien rausgeflogen und hat Zlatan kurz vor Schluss mit der Hacke wahrscheinlich eins der schönsten EM-Tore noch über Buffon gemacht nach einer Ecke. Das müsste 2-4 gewesen sein und ich weiß nicht. Ich glaube allerdings hier, dass sich die Italiener raffen in diesem Spiel. Ich glaube aber irgendwie an einen Zlatan-Treffer. Das heißt, Italien braucht 2 Tore, auch wenn ich... Du nicht weißt, wer die machen soll. Ja, glaube ich, dass sie irgendwie fallen. Und dass Italien das Ding 2-1 gewinnt. Ich denke, sie fallen nicht. Und Zlatan seines jedoch schießt. Deswegen tippe ich auch ganz, ganz knapp auf ein 1-1. Machbar. Dann Belgien, Irland. Gut. Ja. Das ist Unwitz. Ich sag dir jetzt mal was. Hier glaube ich,
kann sich Qualität von Belgien mal durchsetzen, weil Irland einfach meiner Meinung nach in allen Mannschaftszeiten schlecht bestückt ist. Und das ist so ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, hier gibt es ein EM-Schützenfest. Hm. So, und deshalb sage ich hier 4-0. Wäre auch mein Tipp gewesen. Also das ist, glaube ich, auch bei den Iren, ihren Pathos und ihre unfassbare Unterstützung der Fans in allen Ehren. Aber wenn die Iren dann auch mal eins und dann das zweite kriegen, dann ist auch relativ schnell Feierabend. Letztes Spiel Italien-Irland. Die Länder mit dem fast gleichen Nationalflaggen. Kann man leicht verwechseln. Allerdings die Trikotfarbe nicht. Gut, nach meinen Tipps her muss Italien dann zünden, weil haben sie nur 3 Punkte bis jetzt geholt oder 4. Um das irgendwie alles relativ klar zu gestalten. Irland ist raus zu dem Zeitpunkt schon und Italien tut seine Pflicht. Das wird ein klassisches 2-0. Hier sind wir uns auch einig. Auch für mich ist das ein 2-0. Genauso wie bei der letzten EM. Da gab es auch ein 2-0 am letzten Spieltag gegen Irland. Ich weiß wieder nicht, wer es machen soll. Wahrscheinlich nach einer Ecke das 1-0 Kopfballtor Bonucci und das 2-0 wird wahrscheinlich ein Motta. Abpraller und im Rückraum steht Motta und netzt ihn irgendwie aus 17 Metern oder genau. So ins lange Eck. Leute, eine Sache will ich noch sagen. Eigentlich ein Unding, dass er mir durchgegangen ist. Wir haben ja Graziano Pelle. Das ist der einzige Stürmer. Ach, der von Southampton, ne? Der einzige, auf den ich wirklich so ein bisschen baue. Der auch in den Testspielen ja auch ein bisschen genetzt hat. Vielleicht trifft auch der. Vielleicht macht er die Tore für Italien. Naja, vielleicht er. So wie dazu. Das letzte Spiel, Schweden-Belgien. Das könnte hochinteressant werden, weil das dann darum geht, irgendwie zweiter und dritter Platz. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Italiener doch relativ solide performen. Ich glaube, da gehen viele nicht von aus. Ja, glaube ich auch. Aber okay, wir sind jetzt den Weg gegangen. Deswegen glaube ich, wird das hochspannend. Deswegen muss ich glaube ich auch wieder sagen, es gibt ein Unentschieden oder eine knappe Geschichte. Ich entscheide mich jetzt und ich sage, es gibt ein Unentschieden und es wird torreich. 2-2. Kann ich immer nur das gleiche tippen. Ich fange immer an, das ist, weißt du, wenn du irgendwie meine Tipps abguckst, keine Ahnung. Ich habe auch schon angefangen. Okay. Ja, auch ich kann mir hier ein Unentschieden und tatsächlich viele Tore vorstellen. Vielleicht sag ich dann genau deshalb. 1-0 Belgien. I don't know. Komm, es muss ein Tipp her. Ne, ich glaube, Belgien gewinnt das letzte Spiel 3-1 oder so. Oh, okay. Lange wird es 2-1 stehen. Belgien, ach, Schweden wird kommen müssen und dann nochmal ein Konter. Da haben sie auf jeden Fall 89. die Mittel und Möglichkeiten für. Das stimmt. Könnte ich mir vorstellen. Aber es ist, finde ich, wir haben ja auch schon andere Gruppen gesehen. Ich habe auch das mit dir und Roman gesehen und so weiter und so fort. Es sind alles irgendwo Gruppen, wo man jetzt, also heutzutage kann man es einfach nicht mehr sagen, ne? Also wie es dann irgendwie früher war, dass man sagt, okay, die Großen, die machen halt alles und die Kleinen, boah. Leute, Akku war gerade leer, wird kein Ersatzakku, um vernünftiges Schlussbild zu machen. Es ist auch schon 23.43 Uhr, muss man dazu sagen. An dem Tag, wo wir gerade drehen. Naja, ihr habt die Tipps ja noch Gott sei Dank alle gehört, das hat soeben gepasst. Ende mit dieser Runde und wir freuen uns auf die nächste Gruppe. Bis dahin, peace out, adios, ciao.